Warum ich es nie schaffe, die Typen anzuzünden. Ich kann doch nicht mehr machen, als ranschleichen und behämmern wie ein Irrer. Das geht doch nicht mehr. Warum wird hier alles so rot? Ich traue dem nicht. Was soll dieses ekelhafte rote Licht? Die Gegner? Nein. Aber Goo? Kann man das hier aufmachen? Nein. Es wird also keinen Grund zu geben, sich zu verstecken. Wenn, dann gibt es hier Konfrontation, weil es gibt nämlich keine Orte, um sich zu verstecken. Grundprinzipien des Leveldesigns. Ist hier jemand? Warum ist es hier so sch... das muss nicht sein, Kinder. Wo bin ich denn hier? Okay, wir kriegen Pumpgun-Ammo. Heißt eigentlich, die werden wir brauchen. Oh Gott, man sieht hier ohne Lampe nichts, aber mit Lampe sehen mich die Gegner. Wer ist da? Wo bin ich? Das ist eine genauso legitime Frage. Okay, ich glaube, sie wollten mir nur Angst machen. Hier ist in Wirklichkeit gar keiner. Alles nur Panikmache. Aber was ist das für ein riesiger Haken? Ah, hier geht's rein. Gut zu wissen. Das ist doch hier irgendeine Falle, die noch losgeht. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das da so bedeutungslos ist, oder? Kontrollpunkt. Yay! Okay. Oh, Gott sei Dank. Ich habe gedacht, dass irgendwie gucken, Gott sei Dank hat das mir angezeigt, dass da eine Falle ist. Leck mich doch am Arsch. Eigentlich sollten sie das bloß einmal im Tutorial machen und einen dann halt am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Das wäre nochmal ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad gewesen, nicht von schlechten Eltern. Nee, jetzt, oder? Ich glaube, die wollen uns jetzt gleich böse mitspielen. Die ganzen Feinde hier. Ich nehme schon mal was Anständiges in die Hand. Ich will keine Fallen mehr. Haben wir noch? Oh Gott. Es war so klar. Würde ich mir das Leben vielleicht einfacher machen, wenn ich die einfach alle töte? Ich glaube schon. Oh shit. Huh. Das war knapp. Falle ausgelöst und einfach ausgewichen. Sehr gut. Okay. Ich war aber auf dem richtigen Weg. Ich bin bloß an dieser einen Falle gescheitert. Nee, ich will das ohne Schießen versuchen. Mit Schießen, das haut doch alles vorne und hinten nicht hin. Oh, ein anderer. Wir nennen ihn einfach nur...
Oh oh. Drück. Ich bin weg. Ich muss mich heilen. Okay, wir schaffen das. Komm schon. Okay, das kriegen wir hin. Einer nach dem anderen. Und weiter geht's. Komm schon. Shit. Oh! Okay, hoffentlich kommt das nicht wieder zurück. Die Leiter habe ich natürlich vorher nicht gesehen, ne? Sehr gut. Das gefällt mir. Schleichweg. Bitte keine bösen Überraschungen. Wir bleiben einfach unten. Wir haben einen Explosionsbolzen. Wir finden andere Munition. Bitte keine Fallen. Ich glaube, wir haben den Großteil dieses Dings echt geschafft. Ich glaube, dieses große, missgestaltete Vieh war das, was wir da an dem Eck gesehen haben, oder? Das würde mich jetzt echt wundern. Wie, das fragst du dich jetzt? Das fragst du dich jetzt nach 10 Stunden in dieser verfluchten Hölle? Aber ich glaube, Kinder, wir sind immer am Berg soweit. Oh Gott, wo komme ich denn hier unten raus? Ich wollte nur gucken, ich wollte da gar nicht runterspringen. Drin, ne? Oh oh. Okay, jetzt muss die Ruhe bewahren. Den Typen können wir wegsterfen. Ja, anders ist nämlich nicht hier. Oh, fuck. Oh. Nein! Das Tor da hätte ich hochlassen müssen. Shit. Okay, wo war der Kontrollpunkt? Bitte nicht wieder am Anfang. Nein, wir haben es geschafft. Echt nice. Komm schon. Yes! Okay, jetzt bloß nicht die Großen herlocken. Einfach nicht die Großen herlocken. Ich glaube, er kommt schon, oder? Nein, er kommt nicht. Oh! Da ist es ja schon! Okay. Muss ich euch echt so auslöschen? Toll, du Arschvieh! Wahnsinn, warum? Mich wundert gerade so ein bisschen, weil ich ja jetzt das erste Mal Audacity sehe beim Aufnehmen, wie das manchmal, wenn das Spiel laut ist, ausschlägt, dass das halt alles völlig übersteuert. Das ist komisch. Ja, die geben einem halt auch hier viele Bolzen. Ich glaube, ich muss die Typen echt umlegen.
Explosionsbolzen habe ich auch noch. Komm schon. Bist du tot? Er ist tot, oder? Nein, er ist nicht tot! Okay. Wir müssen sie vielleicht weglocken sehr weit und dann blenden. Renn! Komm schon! Sebastian! Schneller! Das klappt. Sie können sich nicht mehr so gut bewegen. Jetzt sind sie da nochmal in die Schockfalle gelaufen. Komm schon, Sebastian. Komm schon, es ist weit genug oben. Du kannst durch. Ausschalten. Ach, so ein scheiß Nichtsnutz, Mann. Oh Gott, war das knapp. Komm schon. Einen noch. Wir haben's. Oh. Ach du Scheiße. Wo bin ich? Solche Scharniere. Gu hinter einem spawnen, oder was? Ich glaube, wir waren ganz nah dran, diese großen Typen umzulegen. Was zur Hölle bist du? Ich glaube echt, dass wir da ganz nah dran waren gerade. Oh, hallo, Rollstühle. Sag mal, hänge nicht. Das sah von Weitem aus, als würde die ganze Zeit was hängen. Hm. Schon wieder ein Rollstuhlgang und pritschen und liegen und so. Brenn, Baby. Okay, nicht doof werden. Nicht doof werden. Everything I have, everything I am, has been taken from me since the accident. By those who seek to consume me. They are in the darkness, with only the phantoms of my mind to comfort me, to taunt me. I nearly lost myself completely. But then I saw her. Deep down I know she was only an apparition. But I would regain my face. Recover what was taken from me. Restore her. My beloved sister, Laura. Er wollte seine Schwester wieder erwecken? Ist es das, was wir daraus verstehen sollen? Holy crap. Das ist aber so typisches japanisches Storytelling. Ich weiß auch nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Da werden ganze Geschichten darum gesponnen, dass irgendwie der Onkel gestorben ist oder so. Also ich will das jetzt im Real... Versteht mich da jetzt absolut nicht falsch, ja, aber... Ich will das jetzt auch im Real Life nicht runterreden. Wenn euer Onkel stirbt, bei allen Ehren, wenn ihr dadurch durchdreht und wollt alle rächen und so, ne? Aber im westlichen Unterhaltungsgeschichtenerzählgenre ist das immer nicht so. Da muss es, wenn, dann schon die geliebte Person sein oder vielleicht die Mutter oder so. In japanischer Erzählweise sind es erstaunlich oft alle möglichen Familienangehörigen. Bruder, Onkel, Großväter, die solche extremen Zustände auslösen. Und so ist es hier auch, der Typ ist wegen seiner Schwester so hingerichtet und da sieht man, dass ein Japaner am Werk ist. Meiner Meinung nach. Vielleicht bilde ich es mir auch noch ein. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 27. Februar 2012. Ich habe schon Freunde und Kollegen sterben sehen. Das gehört zu dem Beruf, den ich gewählt habe und es war nie leicht. Aber das war nichts verglichen mit dem Verlust des eigenen Kindes. Ich würde 1 Million Mal mein Leben geben, um es zu verhindern, aber ich kann es nicht. Ich fühlte mich so hilflos, als sie den kleinen Sarg in die Erde hinabließen. Der Schmerz ist unerträglich. Ich weiß, dass es falsch ist, aber nur der Alkohol hat mich in den letzten Wochen schlafen lassen.
Ich mache mir Sorgen um Myra. Der Verlust hat sie schwer getroffen und ihr Umgang damit ist nervenzermürbend. Sie will allein sein, bleibt die ganze Nacht über wach, sagt, sie arbeite, um nicht an das Unglück denken zu müssen, aber sie scheint sich immer mehr zu verschließen. Ich weiß, was häufig passiert, wenn ein Paar ein Kind verliert, und hoffe, dass wir stark genug sind, dass es nicht so weit kommt. Er hatte Angst um seine Ehe. Klar, verständlich, wenn man ein Kind verliert, und da hat er schon recht. Viele Ehen gehen daran zu Bruch, wenn Kinder verloren werden, egal auf welche Art und Weise. Weil das etwas ist, was immer zwischen einem steht, obwohl niemand etwas dafür kann. Im guten Fall, in Anführungszeichen. Aber gut. Hallo? Have you forgotten something? Nein. Willst du was von mir? Schauen wir mal, wer vermisst ist. Patrick, vermisst. Patrick Higgins, Anwalt der Familie Victoriano, wurde zuletzt bei einem Treffen mit einem mutmaßlichen Klienten gesehen. Aha. Okay, den Zusammenhang zu dem kann ich jetzt noch nicht ganz schließen. Aber, oh, eine neue Zeitung. Haus abgebrannt. Haus abgebrannt, Tochter von Polizeibeamten unter Opfern. In dem abgebrannten Haus wurden die Überreste von Lily Castellanos 5 und ihrem Kindermädchen Juanita Flores 56 gefunden. Beide Eltern der verstorbenen Kindes arbeiten für die Crimson City Police Department und waren zum Zeitpunkt des Feuers im Dienst. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung. Ja, aber wer hat die Brände gestiftet? Ich habe das Gefühl, diese Zeitung hatten wir schon mal, aber gut, das soll uns jetzt auch nicht stören. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich würde aber mal vorschlagen, ich recorde jetzt hier 2 Stunden am Stück und es kam mir wesentlich kürzer vor. Es ist so viel passiert in diesen 2 Kapiteln, die wir hier da gespielt haben. Wow, habe ich 2 Schlüssel? Wieso habe ich denn 2 Schlüssel? Soll das etwa schon... Ach, die unten und oben gehen auch alle auf! Ich wäre blöd. Ich habe gedacht, wir haben hier jetzt gleich alle Schließfächer offen. Ist ja geil. Liebe Freunde, wird oder Zeitverschwendung, wir werden jetzt hier nur noch die Schließfächer aufmachen. Und dann werden wir leveln. Schon wieder 2 Schlüssel. Und dann werde ich diese Session beenden. Ihr könnt jetzt natürlich noch live dabei bleiben, aber ich glaube, ich mache eine kleine Pause, bevor ich mir diesen Dreck hier weitergebe. weil das halte ich, glaube ich, so nicht durch. Jetzt haben wir aber mal eine ordentliche Glibberspritze gekriegt. Die setzen wir jetzt gleich noch ein. Seid live dabei. Oh, über 27.000 sind das doch, ne? Wie wär's denn, wenn ich diesen Peak, den ich jetzt habe, einfach mal dafür einsetze, um meine Lebensenergie zu maximieren? Da halte ich ehrlich gesagt ziemlich viel von. 29.700. Oder etwas anderes, was sehr teuer ist. Das fällt mir jetzt gerade schwer, mich zu entscheiden. Da wäre es. 150 Health hätten wir dann. Die maximale Sprintdauer könnten wir auf 10 Sekunden plus erhöhen. Ja, da wird auf jeden Fall das Geld für reichen, weil das kostet nicht in der letzten Stufe plötzlich 20.000. Nahkampf auf 60%. Oh ja, Kinder. Oh ja, da habe ich Bock drauf. Schlops. So. Jetzt könnte man noch die Spritzenwirkung erhöhen, aber ich glaube, die maximale Sprintdauer auf 8 Sekunden ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Nehmen wir. Schlomps. So, und jetzt haben wir aber, glaube ich, also da reicht beim besten Willen. Oh doch, na schaut mal einer an. Mehr Explosivbolzen, mehr Schaden bei Explosivbolzen. Ja, nehmen wir. Gut, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, dann würde ich jetzt aber wirklich einfach mal sagen, das war The Evil Within für heute. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich hatte in dieser Session auf jeden Fall sehr viel Spaß. Freue mich und habe gleichzeitig Angst, weiterzuspielen. Ich freue mich aber trotzdem überwiegend. Deswegen werde ich es auch tun. The Evil Within, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Schön, dass ihr dabei seid und diesen Horror mit mir teilt. Ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich sage tschüss und bis dann.